Kommen Sie herein. Ah, Johann, mein guter Freund. Was bringt dich hierher? Dir hat dein Erfolg mit dem Struwwelpeter-Fall eine Auszeichnung von dem Bürgermeister gewonnen. Wirklich? Ja, die Feier ist nächsten Dienstag, um 13 Uhr. Das Struwwelpeter-Fall. Das war mein schwersten Fall. Jetzt ist alles wieder langweilig. Ich weiß, wie engagiert du bist, aber versuchen ein wenig Leben. Ich nehme an, du bist richtig. Bäckchen für ehrlich, Mann. Von wem? Es gibt keine Rückgabeadresse. Vor des Meisters Hause floss ein Wasser mit Gebrause. Übers Wasser führt ein Steg und darüber geht der Weg. Morgen 12 Uhr, M und M. Es ist ein neues Fall. Das fühlt mich nicht richtig. Das ist mir egal. Es gibt jemanden, der mich braucht. Bitte, sei vorsichtig. Das Gedicht. Es war der Ort. Es ist eine Brücke, aber welche? Meisters Hause. Es gibt eine Fußbrücke in Meisterpark. Das war ziemlich verantwortungslos. Du hättest sterben können. Diese Person versucht, ein Spiel zu spielen. Die Dienststelle. Wir können nicht dich verlieren. Ich weiß das, aber ich muss dieses Problem lösen. Ehrlich, Mann? Ich habe wertvolle Informationen über die Identität der Angreifer. Wie heißen Sie? Diese Telefonleitung ist nicht sicher.
Wie kann ich Ihnen vertrauen? Treffen Sie mir in den Gang zwischen Buschstraße und 65. Straße. Guten Abend. Der Kommissar traut Ihnen nicht. Ich auch. Die Telefonleitung war nicht sicher. Ich heiße Herr Lampel. Ich kenne Ihren Angreifer. Wer waren Sie? Zwei Schüler von mir. Sie hatten die Schule verlassen vor etwa 2 Jahren. Ihre Streiche waren nicht immer so grausam und brutal. Es waren alle mit kleinen Streiche begonnen. Zuerst mit Diebstahl. Sie haben Brezel und Hähnchen geklaut. Dann wurden sie schlimmer. Sie hat einen Mensch mit einem giftigen Käfer ermordet. Ich habe erkannt, dass sie es getan hatte. Und ich erzählt schnell die Polizei. Dann wären sie verschwunden. Verschwunden? Bis jetzt. Aber wer sind sie? Sie heißen Max und Moritz. Sie haben gestern eine Warnung im Blut auf meine Veranda geschrieben. Was wollen Sie? Ich denke, vielleicht Rache. Entschuldigen Sie mir bitte. Ich muss jetzt rauchen. Was ist jetzt los? Tabak. Und Schießpulver. Schießpulver! Jetzt müssen wir alles vorsichtig sein. Hab's in seinen großen Sack, schaufelt er das Lumpenpack. Lippel! Ich würde sie fresh. Halt! Hans, hör dich mal. Genau wie ihr erwartet. Hände oben! Halt! Wo ist Lempel? Es ist tragisch, was passiert ist. Aber das Leben geht weiter. Ich hätte sie geschafft, wenn ich nur schnell gewesen wäre.
Was getan ist, ist getan. Übrigens, gibt es da einen Freund von mir? Ein Dichter. Er möchte die Wahlakte von der letzten Fall anschauen. Es interessiert ihn sehr. Wirklich? Wer heißt er? Wilhelm Busch.